Klar, bleiben wir realistisch. Ne? Wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit war, jetzt auch gegen Düsseldorf, und genauso wird es jetzt auch gegen Sandhausen werden. Trotzdem sind wir natürlich guter Dinge, den Positivtrend fortzusetzen und jetzt ja, in Sandhausen 3 Punkte zu holen. Das ist auch sehr wichtig in dieser Phase, dass man auch realistisch bleibt. Natürlich irgendwie der letzte Mann, wo auch diese Euphorie aufbremsen kann und will. Aber ist das schon wichtig, dass wir auch jetzt gegen Sandhausen sehr, sehr konzentriert antreten, dass wir auch sehr disziplinierte defensive Leistung haben und natürlich auch nach vorne unsere Chancen ausnutzen. Euphorisch zu spielen ist für mich gefährlich. Natürlich, wir werden auch mit Selbstvertrauen spielen, das ist klar, aber auch realistisch. Ich sage auch, wenn man Statistik sieht und man sagt auch, kann auch sagen, Statistik lügt nicht. Wir haben auch, ich war auch bei alle 3 Siege bis jetzt auf Trainerbank dabei. 2-mal als Co-Trainer, 1-mal als Cheftrainer. Das war mein erster Sieg mit dem MSV als Cheftrainer und kann ich mich auch mit sehr guten Erinnerungen von diesen Begegnungen. Aber das ist komplett neues Spiel und wir hoffen auch, dass die unsere gesamte Bilanz auch weiter so behalten können. Ja, unser Trainer sagte immer, Statistik lügt nicht und ich denke, da sollten wir einfach fortsetzen und dann spricht ja nichts gegen die 3 Punkte. Ich sage auch, dass die auch sehr gute Mannschaft sind. Die haben auch sehr gute Saison gespielt. Man darf nicht vergessen, dass die auch mit -3 Punkten gestartet haben. Und glaube auch, jeder von uns hätte sich auch gewünscht, die gleiche Situation zu haben. 3 Spieltage vom Schluss haben sich gerettet und eigentlich alle 3 Spiele, wo zum Ende kommt, zu genießen. Das haben die auch getan. Und ich glaube auch, das ist auch letzte Heimspiel für die Saison. Und die werden auch richtig Gas geben und unsere Leben schwer machen. Aber ich glaube auch, wenn wir im Kopf klar sind, vorbereitet sind und aggressiv sind, dann haben wir unsere Chance, dort zu gewinnen. Sandhausen hat bisher eine sehr gute Saison gespielt. Wir haben besonders in der Hinrunde sehr viele Punkte geholt, dabei sie das Defizit hatten, mit 3 Punkten Abzug zu beginnen. Stehen defensiv sehr gut, sind gefährlich bei Kontern, auch bei Standards sind sie sehr erfolgreich, haben natürlich einen sehr guten Stürmer, den es natürlich gilt auszuschalten. Ja, ansonsten wollen wir natürlich so spielen, wie bislang auch, konzentrieren uns nur auf uns, wollen uns nicht zu sehr auf den Gegner einstellen, sondern unser Spiel durchbringen und ja, ich denke, wir sind gut gerüstet. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, nach der Verletzung war es das erste Halbjahr nicht ganz so leicht für mich. Umso schöner ist es jetzt auf dem Platz zu stehen und ja, bei der Punktejagd ein bisschen mitzuhelfen.